Und es gibt ein bisschen mehr ernste Themen, wie zum Beispiel in Charlie from Sydney, wo ich rede über Terroristenattacke, die es hat gegeben letzten Dezember in Sydney und auch Anfang des Jahres in Paris. Charlie, ja, Charlie Hebdo. Ich habe das live im Fernsehen verfolgt und war natürlich schockiert gewesen. Und ich rede einfach von am falschen Moment, am falschen Ort und auch wie klein deine Probleme sind, wenn du das plötzlich im Fernsehen siehst. Und das ist ein bisschen der ganze Lebensmotto immer bei mir so, einfach immer relax und alles relativ. Es relativiert das Ganze, Ja, genau.